Ich bin sehr, sehr viel auch gereist aufgrund der Seminare, die ich gemacht habe. Also war viel in Thailand, weil ich viel buddhistische Sachen gemacht habe. Also Thailand, Burma und ja, habe einfach da viel von der Welt gesehen. Und auch die Erfahrungen, so in Südamerika zu sein, war ja Gold wert für auch da so die, den Menschenschlag kennenzulernen. Auch Berlin, wieder ein ganz, ist unser eigenes Land, aber ganz andere Menschen. Und dann lernt man auch nochmal so wertzuschätzen, was man zu Hause da eigentlich so hat. Also ich bin Laura Knauf, ich bin jetzt 38 Jahre alt und ja, nachdem ich fast 6 Jahre in Berlin gewohnt habe, bin ich seit 2017 wieder hier in der Eifel. Das, was früher so undenkbar erschienen ist, dass man so in der Eifel sich wohlfühlt, also dass ich mich in der Eifel wohlfühle und ohne, dass mir langweilig ist, so auf dem Land, ist halt heute so, dass ich mich hier einfach total wohlfühle und ja, echt ein richtig schönes Leben habe und auch dieses Landleben und dieses Rausgehen vor die Haustür und du kannst halt direkt in den Wald, gerade auch mit Kind, einfach unglaublich genieße und das ist echt total schön, weil ich mich einfach jetzt wirklich nach vielen Stationen in meinem Leben auch in anderen Ländern, in anderen Städten, also ich habe auch viel gesehen und ich glaube, dass das auch mit dazu beigetragen hat, nochmal so diese ja, Wertschätzung auch für meine Heimat zu bekommen. Nach dem Abitur war ich 8 Monate in Südamerika. Da habe ich in Bolivien im Waisenhaus gearbeitet. Da habe ich damals jemanden kennengelernt, der war aus Argentinien, aus Buenos Aires. Und wir waren dann zusammen. Ja, wollte eigentlich da anfangen, dann zu studieren, zu leben wirklich. Und bei denen ist das aber so, dass du nur einmal im Jahr dort starten kannst und das war dann gerade vorbei, diese Zeit. Ich hatte dann noch kein Visum. Ich bin dann in der Zwischenzeit nach Hause geflogen, habe ein Visum beantragt. Dadurch, dass ich nicht richtig starten konnte, damals war ich 19, auch irgendwie unwohl gefühlt, bin auf jeden Fall wieder nach Hause gekommen und habe dann in Trier studiert, International Business, also BWL mit dem Schwerpunkt auf Spanisch. Habe mit meinem Diplom dann abgeschlossen und war dann eine Zeit hier in der Eifel und habe in den Friseursalons meiner Eltern gearbeitet und habe viel Marketing, Personal, habe mich halt auch persönlich weitergebildet in ja auch so Führungskräftetrainings und solche Dinge gemacht. Und irgendwann, meine Eltern haben sich dann getrennt und ich hatte dann wirklich, ich wollte einfach nochmal raus. Also ich musste irgendwie noch was anderes sehen und ich hatte mich dann in Berlin, München und Barcelona, das waren so die 3 Städte, die ich mir rausgepickt hatte und dann war ich auch noch mal in München, aber dann habe ich so gedacht, nee, München passt nicht zu mir. Barcelona hatte ich tatsächlich ein Vorstellungsgespräch auch, das hat dann auch nicht gepasst und dann wurde es halt Berlin und dann hatte ich so meine eigene kleine Marketingagentur und ich hatte da eine Freundin, die ein sehr großes Büro dort hatte und da konnte ich dann ja, sitzen, hatte ich halt so wie so ein Coworking Space, konnte dann bei ihr auch ein bisschen mitarbeiten. Ja, und irgendwie wurden so aus, ach, ich probiere jetzt mal Berlin aus und ich nehme mal für 3 Monate so zur Zwischenmiete ein Zimmer, wurden dann halt knapp 6 Jahre. Und ja, und dann war irgendwann die Entscheidung klar, jetzt, es geht wieder nach Hause. Das finde ich halt jetzt so schön, nach den ja jetzt 4, fast 5 Jahre wieder in der Eifel und auch mit meinem Sohn da so einen Ankerpunkt zu haben und wirklich sich so, ja, wie wenn man so mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht und weiß, ja, jetzt bin ich angekommen, so. Ich würde niemals ausschließen, vielleicht nochmal irgendwo anders zu leben, aber aktuell ist so wirklich, und das ist so ein schönes Gefühl, weil vorher hatte ich diese, eher so eine Rastlosigkeit in mir und so auf der Suche, was gibt's da noch zu entdecken irgendwie. Ich finde es halt auch so geil, weil wir leben hier, wo ich aufgewachsen bin und ich kenne die Verstecke von früher, wo wir waren halt, also das finde ich halt auch so schön an der Eifel, dieses. Also meine Kindheit, wenn ich mir überlege, dann wurde abends um 7 zum Essen, kam aus jedem Fenster so nach dem Motto, ja, Essen kommen. Und wir waren dann halt mit so unseren Freunden unterwegs, draußen ganz viel Verstecken gespielt, auf Bäume geklettert. Also dieses ganze so Landleben auch in die Natur so zu spüren irgendwie. Und das finde ich so schön, dass das jetzt, dass das so ist, so meine Hut irgendwie. Und das finde ich so schön, dass das mein Sohn auch erlebt. Und deswegen war für mich auch, also ein anderes Dorf, ich hätte mir das gar nicht vorstellen können irgendwie. Also ich glaube, ich war schon immer anders so oder ich habe mich zumindest in dieser Welt auch, als ich klein war, immer anders gefühlt so oder dass ich Sachen vielleicht auch anders wahrnehme oder wie auch immer
Und ich bin in einer Familie groß geworden, wo meine Eltern haben sich ziemlich viel schon, früher war das halt so dieses Positivdenken und beschäftigt. Und deswegen bin ich, glaube ich, mit anderen Ansichten oder die haben mir dann andere Ansichten in manchen Situationen mitgegeben oder wenn ich irgendwie Herausforderungen zu bewältigen hatte, dann wurden mir, glaube ich, manchmal andere Sachen gesagt, wie ich mit Dingen umgehen kann, gute Dinge, als das vielleicht anderswo ist. Und deswegen hat mich das schon immer, dass ich so dachte, da ist noch mehr. Und als ich 16 war, ist meine Schwester tödlich verunglückt beim Autounfall und dann haben wir auch sehr, sehr viel und offen in unserer Familie darüber gesprochen. Die war auch so auf dem Weg. Also da ging es noch so auch um Meditation, aber auch so um ja, Kommunikationstechniken. So, das war so, waren so die Anfänge. Ich hatte da meine Mentoren, meine zwei, wo ich ganz, ganz, bestimmt 10 Jahre wirklich viel, also von Visionen, also so Vision Board gestalten zu wirklich so richtige Meditationsretreats, buddhistische Philosophie, Psychologie, so in diese Themen rein. Dann irgendwann habe ich meine weiteren Mentoren kennengelernt, wo ich dann bei den anderen hatte ich das Gefühl, das ist jetzt so in dem Moment abgeschlossen. Und dann ging es halt auch viel so in Spiritualität und so spirituelle Medizin. Dann habe ich so energetische Körperbehandlungen gelernt, auch viel Meridianlehre, also viel so TCM, also ganz viele Lehren miteinander verbunden. Daraufhin hat sich dann auch ja, quasi mein neues Berufsfeld oder ich nenne es irgendwie, ist meine Berufung, also weil das ist das, wo, da brenne ich für, da geht mein Herz auf, wenn ich mag dieses Wort Coach nicht so, aber im Endeffekt ist es so ein Coaching, die Menschen einfach nochmal daran zu erinnern, was alles in uns steckt und was für eine großartige Schöpferkraft wir eigentlich haben und wie viel Prozent, und zwar sehr, sehr wenige, wir davon eigentlich nutzen und wie viel Fülle eigentlich da ist und wie viel gute Energie da ist und manchmal müssen wir uns der nochmal zuwenden und das ist so das, was ich da in meinem, meiner Berufung sehe, andere auch darin zu unterstützen auf allen Ebenen, ob das mit den Körperbehandlungen, ob das mit Gesprächen, ob das mit praktischen Übungen ist, einfach ja, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen, wo die einfach sagen, ja, hier bin ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will und ich bin froh mit dem, was da ist und nehme die Dinge an. Das ist so das, so die Reise dahin. Das ist halt alles auch einfach ein Prozess gewesen, ein langer Prozess und der ist immer noch da. Aktuell ist ganz, ganz viel halt diese Angst da. Gerade jetzt brandaktuell, ganz, ganz viel Angst. Ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir jetzt im Mitleid versinken oder in dieser Angst uns so gefangen sind, dann helfen wir halt niemandem. Weder fühlen wir uns gut in unserem Leben, noch helfen wir irgendwie anderen Menschen. Ich glaube halt, also im Endeffekt, der Friede beginnt ja in mir, also bei jedem Menschen. Und wenn wir da nicht das Feld der Angst quasi nähren, auch gedanklich, immer wieder das Gleiche denken und immer wieder, oh Gott, ist das schrecklich so. Wenn wir da es schaffen, ein gutes Feld aufzubauen und auch uns zu erlauben, auch wenn gerade nicht sehr weit von uns entfernt diese Situation ist, dass wir uns trotzdem erlauben, dass wir hier in unserem Alltag trotzdem uns gut fühlen dürfen und nicht mit so einem, schlechten Energiefeld die ganze Zeit rumrennen. Das heißt nicht, dass wir nicht mitfühlen dürfen oder was tun und in Aktion gehen, aber unsere Gedanken irgendwie, auf einer höheren Ebene halten, dann können wir auch ein anderes Feld nähren, als das ständig in der Angst zu sein. Und wenn wir da in einem, positiven Feld unterwegs sind oder, gute Gedanken dahin schicken, dann fühlen wir uns besser und für mich schlägt das immer so Wellen in unserem kleinen Umkreis. Und wenn jeder das tun würde, dann würde das wieder größere Wellen schlagen. Und das ist so, was man jetzt mit sich selber einfach machen kann in der Situation. Das ist so schön, so mit diesem Tier verbunden und dann aber gleichzeitig hast du halt auch so diese Natur. Und was ich daran so toll finde, wir gehen halt bei Wind und Wetter raus. Also wirklich, wir waren im Regen schon, im Schnee. Es gibt ja
nur schlechte Klamotten, so ungefähr. Und dann gehen wir halt einfach raus. Und auch so die Natur in den Zeiten zu erleben, weil normalerweise, wenn es jetzt in Strömen regnet, würde man ja nicht sagen, ach, jetzt gehe ich mal raus. Und das ist was, das finde ich mega. Und mein Sohn, der geht auch zweimal die Woche dahin. Das ist echt total, das tut dem auch einfach total gut. Ich glaube, da hat sich eher innen einfach viel verändert. Und aus diesem Grund kann ich auch die Eifel nochmal auf eine ganz andere Art und Weise wahrnehmen und schätzen. Weil früher, muss ich ganz ehrlich sagen, also nach dem Abi auch, wie uncool in der Eifel zu bleiben. Also, oh Gott, nee, auf dem Land und dann erfährst du nichts Neues und nee. Und heute denke ich so, wie schön. Ich verreise immer noch, jetzt natürlich die letzten 2 Jahre nicht wirklich, aber grundsätzlich ist meine Neugierde oder mein Wissensdurst ist nicht weniger geworden. Und deswegen, die Dinge kann ich mir nehmen, wenn ich sie dann brauche. Und ich finde es auch schön, mal wieder in Berlin zu sein. Aber wenn ich dann 2-3 Tage in der Stadt war, da alle Eindrücke aufgesaugt habe, dann bin ich so froh, wieder in so eine Ruheoase zu kommen. Und so empfinde ich die Eifel inzwischen, einfach so als Ruheoase.